So, herzlich willkommen wieder im Channel, im Kanal von Fulltime Nerds. Hier spielt wieder der Momsi mit euch. Wie ich versprochen habe, schauen wir uns jetzt im Let's Play ein bisschen die Normandie an. Wir sind ja gerade, wie vom letzten Let's Play geguckt, ich hoffe ihr habt es angeschaut, sind wir von der Citadel, wo wir Ashley besucht hatten, um zu schauen, wie es ihr geht. Und mit Udina beim Rad gequakt haben und wieder ein Spectre geworden sind, wenn auch nicht gerade sehr spektakulär. Auf Umwegen sind wir jetzt wieder zurück auf der Normandie und werden unseren ersten Flug antreten, denn wir sollen für die Taurianer einen Verbündeten oder einen Kollegen retten. Und wir haben auch schon ein bisschen rekrutiert, wie gesagt, ich hoffe ihr habt das letzte Let's Play angeguckt, wenn nicht, macht das bitte. Da haben wir uns nämlich die Ärztin geholt und eine Kriegsberichterstatterin, und zwar die hübschere von den beiden, wie ich finde. Die andere habe ich erstmal eine voll in die Fresse geschlagen, weil ich zu spät gesehen habe, dass der scheiß Button da unten rot ist, aber whatever. Schauen wir uns jetzt ein bisschen auf der Normandie um, enjoyed. Commented, liked und ja, gucken wir mal, was uns alles erwartet. Was haben wir hier? Aktivposten. So, Stärke. Ah, ist cool. Also, das ist genau das, was ich fast am Anfang vom Spiel hier erwartet habe. Wir haben Informationsterminal, wo wir sehen können, welche Stärke und etc. wir durch die Verbündeten erreichen, indem wir wahrscheinlich Missionen für die Asari oder für die Taurianer, für die Salarianer etc., vielleicht auch für die Kroganer machen, dass dementsprechend die Loyalität und so weiter steigt, damit wir eine größere Flotte und mehr Stärke den Reapern entgegenbringen können. Und so sieht es hier auch aus. Was haben wir da neu? Aha. Oh, ich sag schon, das wird ein bisschen Zeit kosten, mich da auch noch ein bisschen reinzufinden. Aber sieht wohl danach aus, dass wir hier Gebiete befreien oder Missionen oder Kriege und was weiß ich was, Angriffe da drin fahren müssen. Jetzt lese ich mir das erstmal kurz durch. Ja. Okay. Mal viel machen können wir wohl nicht. Das wird sich wahrscheinlich auswirken aufgrund von Dingen, die wir auslösen. Okay, wir sind ja jetzt auch nur bei der Allianz. Die weiteren Rassen bzw. Alienvölker kommen wahrscheinlich erst mit später dazu. So, dann gucken wir uns noch ein bisschen um. Wir kamen ja hier, was ist denn das eigentlich? Das war die genau die Kommandozentrale. Da hatten wir gerade mit Hackett gesprochen, wo es darum ging, die Waffe der Proteaner zum Einsatz zu bringen. Gucken wir mal, ob wir hier noch was quaken können. Das sieht nicht danach aus. Gehen wir mal durch die Tür. Wahrscheinlich werden wir uns auch mal unser Quartier und so weiter angucken. Sage ich gleich noch was dazu. Denn ich hoffe mal darauf, dass mich bei mir im Quartier wieder etwas erwarten wird. Und genau darauf möchte ich gleich eingehen. Denn das hat mir damals bei Mass Effect 2 wahnsinnig gut gefallen. Aber was das ist, das erwähne ich erst, wenn wir da sind. Den Tisch kenne ich noch woher. Sieht hier noch ein bisschen aus wie Baustelle. Ach was, Sarah. Wenn es Tessia erwischt hätte und die Erde noch da wäre, kannst du sicher sein, dass wir unsere eigenen Grenzen bewachen würden. So. Mal ein Bier genippt. Waffenoffizier. Ja, wie wäre es, wenn ich da... Ah, okay, alles klar. Was haben wir hier? Information, Einsatzzentrale, da ist die Sternenkarte, wo wir drauf können. Commander, die Allianz hat ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum gefunden. Admiral Hackett möchte, dass sie es näher untersuchen. Ja, da haben wir schon eine Sidequest. So, das ist privates Terminal. Gucken wir mal, was wir hier haben. Gucken wir uns mal die Nachrichten an. Was haben wir denn da, Hackett? Lese ich mal durch. Ich brauche ja nicht vorlesen. Ich denke, wenn ihr sehen könnt, werdet ihr ja lesen können. Ja. Der Spectre.
Was haben wir hier noch? Ja, Wahnsinn. Das heißt, die Erde ist erstmal tabu. Hier taktische Sachen. Für mehr Kontrolle über die Taktik wählen Sie das Selektionsmenü. Nee, ich glaube, kann ich es abbrechen? Dies pausiert das Geschehen. Boah. Sie haben Zeit, das Schlachtfeld zu analysieren, Feinde anzuvisieren und eine Kraft auszuwählen. Um mit einer Kraft einen Gegner anzugreifen, nehmen Sie den Feind ins Visier, bevor Sie pausieren und wählen die gewünschte Kraft aus. Ja, das haben wir schon hinter uns im Tutorial gehabt. Die Kraft wird gegen den anvisierten Feind ausgelöst, sobald Sie die Pause beenden. So ist es. Boom. Maximale Effektivität erreichen Sie durch Kombination von Gruppenmitgliederkräften und Ihren eigenen. Während der Dödel da mit bis zu drei Kräften lassen getroffen. Wir quaken. Mach jetzt fertig, komm. Danke. So, den Rest gucke ich mir nicht an. Wusste ich ja nicht, dass das ein Video ist. Entschuldigung. So, beenden wir hier. Dann gucken wir weiter, was es noch gibt. Was haben wir hier? Das ist der Aufzug. Ne, gehen wir noch nicht rein. Wir gucken uns erstmal die Ebene an. Gehen wir mal zu Joker vorbei. Denn den haben wir ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Das war das Private, die Sternenkarte. Genau. Gucken wir, was haben wir noch alles. Achso, ich wollte noch gucken, ob wir dies... ne, die steht hier. Die können wir wahrscheinlich nicht anquaken. Doch. Commander, sehen Sie nach Ihrer neuen Rekrutin? Ja. Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht. Ich versuche noch, mich einzuleben. Bei der Arbeit an den Upgrades der Normandy ging ich abends immer nach Hause. Ich hatte nicht mal eine Zahnbürste oder frische Wäsche und musste alles behelfsmäßig auf der Citadel kaufen. Wenn Sie wieder was brauchen, fragen Sie. Wir sitzen in einem Boot. Oh, schon okay, Commander. Sie haben bestimmt größere Sorgen. Wir haben Anforderungsformulare. Meine Zahnbürste ist eine Scission Pro Mark IV. Die mit Masseneffektfeldern Plug entfernt und den Gaumen massiert. Kostet 6000 Credits. Okay, darum müssen Sie sich selber kümmern. Jedenfalls, danke für die Chance, hier bleiben zu dürfen. Sonst noch irgendwas? Ja, geh mal durch. Macht Aufmerksamkeit. Wie sind Sie denn beim Militär gelandet? Meine Familie hatte kein Geld für die Universität. Aber als die Allianz meine Eignungstests sah, bekam ich ein Stipendium. Nach dem Abschluss kam die Pflichtzeit und dann bin ich geblieben. Das Labor war eine tolle Herausforderung. Aber der Fronteinsatz ist natürlich auch irgendwie toll. Es überrascht mich, dass Sie sich um eine Zahnbürste sorgen. Wir haben wichtigere Probleme. Oh, glauben Sie mir, es war schrecklich, die Reaper auf der Erde zu sehen. Aber was würde es nützen, hier im KIZ in Tränen auszubrechen? An Bord der Normandy zu sein hilft. Wenn jemand die Reaper aufhalten kann, dann Sie. Und wenn als neu markierte Nachrichten und Informationsverwaltung Ihnen helfen, dann ist es das wert. Sie waren bei der Allianzforschung? Ja, und obwohl die Quantenverknüpfung die Kommunikation erleichtern sollte, ist das Einbinden mehrerer ankommender Quellen und dann die Vernetzung mit extrapolierten, zeitverzögerten Daten zur Konstruktion einer kohärenten GUI. Es ist sehr aufregend. Für mich zumindest. Wo kommen Sie ursprünglich her? Einer Kolonie in den Terminus-System. Studiert habe ich auf der Erde, in Oxford. Meine Eltern waren aus London. Sie haben die Erde geliebt, wollten aber die Freiheit des Kolonielebens. Wären sie in London geblieben, wären sie jetzt wohl tot. Viele Menschen auf der Erde leben noch und sie zählen auf uns. Wohl wahr, Commander. So, die hätten wir durch. Weitermachen, Spezialistin. Dann gehen wir mal vor ins Cockpit. Das dürfte am Ende des Ganges direkt sein. Da ist eine Tür zu, egal, aber da sitzt Joker. Den kennen wir schon seit Anfang an. Den leicht mürrischen Kollegen da. Oh, er ist da. Ich sage euch was ganz im Vertrauen. Der sitzt an diesem Teil, so wie ich bei der Arbeit.
Hey Commander, Sie wissen, ich hatte meine Zweifel, was den Rat angeht. Aber nachdem er jahrelang Ihre Warnungen ignoriert hat, sagt er Ihnen jetzt endlich offen, dass er nicht helfen kann. Alle tun ihr Möglichstes. Haben Sie wenigstens unsere Parkgebühren bezahlt? Naja, sagen Sie es mir, wenn Sie mit Ihnen reden und dann mitten im Gespräch auflegen wollen, wegen der alten Zeiten. Genau, cut it off, babe. Commander? Naja, mehr gibt's nicht. Kurzes Gespräch, früher hatten wir hier noch die Edi. Ja, Norman, die ist ein bisschen anders geworden. Sieht richtig cool aus. Jesus. So ein Raumschiff zu haben, das wäre mal cool. Naja, whatever. Was haben wir hier? Luftschleuse. Die kriegen wir lieber nicht auf. Whatever. Wir gehen, was haben wir noch? Links sind wir hergekommen. Wir haben ja noch den Aufzug. Und wir haben da bestimmt noch ein paar Kollegen. Lasst mich mal überlegen, die Ärztin ist unten. Ja, wir gehen mal in unsere Kapitänskabine als allererstes, denn ich habe euch was versprochen. Ich will euch da was erklären. Mal gucken, ob das noch so ist. So. Denn, das ist unser privates Terminal. Dürfte genau das gleiche sein wie unten. Ah. Ja, da können wir nachher gleich Punkte verteilen. Oh, wir können Aussehen verändern. Lecker. Kann ich stundenlang gucken. Man kann es ein Gift draus machen. Also jetzt sind mehr Glocken. Ja, steht auch besser zu ihr. So, was haben wir mit James? Ja, gefällt mir so besser. Ah, da kriegen wir ein bisschen Informationen über den Charakter. Ist okay. Passt so. Der Rest ist das gleiche. Da dürfte nichts Neues sein, ganz genau. Gehen wir raus. Ja, wo ist meine... Die konnten wir damals füttern, das weiß ich noch. Da hatten wir schön Fischi drin. Das ist unsere Rüstung. Junge, gehst du davor? Danke. Ah, okay. Da können wir ein bisschen was einstellen. Konkret. Ja. Ey, konkret. Schildregeneration, ja, aber Gesundheit ist weniger. Da haben wir noch nichts. Das sind die Modifikationen, die wir unterwegs aufgesammelt haben. Falls ihr es gesehen habt, im ersten Let's Play, wo wir... Ersten Let's Play? Nein, im zweiten Let's Play auf dem Mars. Da haben wir Waffenmodifikationen und Panzerungen schon gefunden. Und das sind genau die, die wir jetzt hier auswählen können. Typisch für Rollenspiele. Ein Attributsmarker hier bei den Handschuhen vom N7. Sehr viel Gesundheit. Gehen wir auf den anderen, haben wir ein bisschen weniger, aber besseren Nahkampfschaden, whatever. Ja, ich bleib mal bei der Serie auf jeden Fall. Dann, was haben wir hier? Achso, da können wir die... Ich habe jetzt auf die Werte geguckt. Wir können hier ein bisschen die Dunkelheit in dem Fall verändern. Helleres Carbon, dunkleres Carbon. Muster können wir einstellen. Ah, das ist cool, ja. Na, eklig. Und was nur zwei Stück? Ja, wie ein Tarnanzug, war. Der ist schon mal ganz cool. Nee. Komm, schwarz oder so. Black is beautiful. Ja, das ist gut geil. Nee, ist zu heftig. Ist auch cool. Ja, das ist mal ein geiler Effekt. So. Finde ich schon ganz witzig. Das wäre jetzt was für eine Multiplayer-Geschichte. Ja, könnte man so richtig schönen Charakter zusammenbasteln. Disco Inferno. Ja, nee, bleibt so wie es ist. Lichter. Ah. Was ist das? Blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Jo, lassen wir so. Egal. Ja, ich wollte eigentlich hier hin. Ist es noch da? Gibt es das noch? Ja! Nein. Nur ein Lied. Ah, okay. Sie haben es nicht mehr drin. Was ich euch nämlich sagen wollte, wenn ihr Mass Effect 2 gespielt habt
Und ihr wart auf der Omega-Raumstation. Das Bett sieht, by the way, fast genauso aus wie mein eigenes Bett zu Hause. Wenn ihr auf dieser Raumstation gewesen seid, auf der Omega-Station, und ihr seid oben in die Disco reingegangen, kommentiert mal bitte in dem Video, wie viele von euch erkannt haben beim ersten Betreten, was das für ein Lied ist, woher ihr das kennt. So, wenn ihr so alt seid oder in meinem Alter seid, dann dürftet ihr, ich weiß nicht genau wann es war, irgendwann 1900 noch was, die Need for Speed Reihe mitgespielt haben. Und da gab es bei Need for Speed 4 High Stakes, hieß das, glaube ich, ja. Da gab es dieses Lied, nämlich im Autokreationsmenü, wo man die Autos aussuchen konnte. Die waren auf so einer Drehplatte. Da konnte man dieses Lied nämlich im Hintergrund hören. Das hieß irgendwie Cygnus Rift oder Cygnus oder wie auch immer. Und die Arschgeigen von Electronic Arts, die den zweiten Teil ja auch gemacht haben, die haben dieses Lied echt wieder aufleben lassen, und zwar auf Omega. Und nachdem wir in Omega waren, oder ich weiß nicht, ob das vorher schon ging, konnten wir diesen Track nämlich auch im Kapitäns... in der Kapitänskabine, danke, dass es hier steht, jetzt muss ich überlegen, das konnten wir in der Kapitänskabine abspielen lassen. Das fand ich natürlich als alter auch Need for Speed Fan richtig geil. Und als mein Kollege, ich habe ich im Let's Play beim Importieren des Charakters gesagt, mein Kumpel Armin, der das auch gezockt hat, habe ich gesagt, Junge, warst du schon oben in deiner Kapitänskabine? Sagt er, ja, wieso? Sag ich, hast du mal die Musikanlage angeschalten? Ja klar, habe ich gemacht. Ich sag, hast du geguckt, du kannst sie durchschalten, die Tracks? Nein, habe ich nicht gemacht. Geh mal rein. Am Telefon gewesen, schaltet er durch. Ja, und dann war da mal kurz Stille am Telefon zu hören, denn er kannte es auch sofort. Ja, das sind solche epischen Momente. Hier gab es übrigens einen Koch beim Zweier. Mit dem konnten wir auch ein bisschen Dialoge eingehen. Ja, das find ich sind so epische Momente, wo ich es richtig geil finde, wenn irgendwelche... Spielehersteller dann doch ein paar Sachen und Funktionen von alten Dingern einbauen. Da war das im Quartier von Miranda in Mass Effect 2, glaube ich. Aber wir gehen erstmal zu Liara. Ja, und das finde ich echt klasse. Ich wollte nämlich vorhin im letzten Let's Play, wo wir im Ratsgebäude oder in dem Ratsbotschaftenbezirk waren, wollte ich noch sagen, als wir James angesprochen haben, hat er irgendwas mit Pendeja oder Pendejo Botschaftern gesagt. Und wenn man sich mal die Stimme von oder den Synchronsprecher von James anhört, dann sollte jemandem auffallen, der sich mit The Fast and the Furious auskennt, das dürfte die Stimme von dem Hip-Hopper sein von... wie heißt er? Ludacris, ja. Und der hat solche Sprüche da nämlich auch gebracht. So, Cutscene, wir gucken uns Liara an. Ja, er sitzt hier schon auf dem Bett, passt. Ja, so ein Computer möchte ich haben, Jungs. Guckt's euch an. Hier. Wie viele Monitore? Zählt's mal durch. Was seht ihr? Glyph, was anders. Was sind Sie? Ich bin Glyph, ein VI-Assistent von Dr. Tesson. Ich sortiere und katalogisiere Daten. Ich soll Sie auf ein Terminal aufmerksam machen, das mit Ihrem Netzwerk verbunden ist. Es analysiert Informationspakete. Wenn Sie nützliche Daten finden, recherchiere ich Upgrades für Sie. Mhm. Und wonach sollte ich suchen? Ich sage Bescheid, wenn Sie relevante Daten gefunden haben. Dann treffen Sie Ihre Auswahl an diesem Terminal. Doch nun würde Dr. Tesoni gerne mit Ihnen sprechen. Ich wünsche einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Ja. Wissen Sie, ich hatte ja gehofft, dieser neue Rat wäre ein wenig hilfsbereiter als der letzte. Das Treffen verlief nicht unbedingt ideal. Ich bin schockiert. Wenigstens kann der Rat nicht leugnen, dass die Reaper existieren. Ich weiß allerdings nicht, ob das recht viel hilft, während Sie darüber streiten, welchen Teil der Galaxie Sie nun retten wollen. Oh, Ihr Job als Informationsmaklerin hat Sie richtig zynisch werden lassen, Liara. Mir gefällt's. Sehr schmeichelhaft, glaube ich. Okay, für Credits können wir uns Upgrades kaufen. Dann reden wir mal mit Liara. Liara? Was ist das alles? Nachdem Sie zur Erde aufgebrochen sind, habe ich den Informationsmakler gefunden, der meinen Freund entführt hatte.
Es war nicht einfach, aber ich konnte das Netzwerk des Shadow Brokers übernehmen. Führen Sie es von der Normandy aus? Soweit möglich. Das alte Netzwerk ist nicht mehr ganz intakt, aber ich habe Agenten. Dann sind Sie jetzt der berühmteste Informationsmakler der Galaxie? Berüchtigt trifft's besser. Aber ich kann dadurch helfen, das Proteaner-Gerät zu erforschen. Bis wir ihn verstehen, ist sein Einsatz zu gefährlich. Haben die Proteaner diese Waffe fertiggestellt? Sie meinen, ob wir es damit hinkriegen? Sie hätten nicht alles auf dieses Gerät gesetzt, wenn sie daran gezweifelt hätten. Aber wir müssen wirklich wissen, was sie uns dahinterlassen haben. Ich spiele nur ungern wie ein Kind mit einer geladenen Pistole herum. Richtig. Der Schaden, wenn die nach hinten losgeht, ist unvorstellbar. Es wird schwierig, auch für uns. Wenn im Einsatz was passiert, wenn jemand von uns verletzt wird. Shepard, ich muss Sie noch etwas fragen, bevor wir weitermachen. Ich weiß von Ihnen und Miranda. Ist das vorbei? Oder soll ich vergessen, dass zwischen uns etwas war? Da bin ich doch am Keks fressen und dann fragt mich die Alte, ob wir poppen wollen. Bleiben wir mal. Ich hab's nicht vergessen. Das wäre sehr schön. Gut, ich war schon besorgt. Ich war aus vielen Gründen froh, Sie auf dem Mars zu sehen. Die Liste hätte ich gern. Später. Es gibt noch viel zu tun. Edi und ich wollen herausfinden, was die Proteaner uns hinterlassen haben. Aber ich würde gerne auch mal nicht nur immer übers Geschäft reden. Später vielleicht. Ja, man muss sich doch mal alles warm halten hier. Und ich glaube, die ist richtig heiß. So, hier haben wir auch nichts Besonderes. Ich quack sie nochmal an. Wird zwar keinen Dialog geben, aber egal. Hallo, Shepard. Wie viel wissen Sie über dieses Proteaner-Artefakt? Sehr wenig. Es ist pures Glück, dass genügend Daten für die Baupläne übrig waren. Für die Entschlüsselung brauchen wir die besten Spezialisten. Ist das so Hightech? Während des Hauptstudiums hätte ich für einen Blick darauf getötet. Ist die Drohne Ihr neuer Sekretär? Glyph ist eine VI-Einheit und indexiert meine Suchfunktionen in den Datenfeeds. Er ist unverzichtbar. Zum Glück hatte Edi ihn noch an Bord gelassen, nachdem er versucht hatte, ihre Aufgaben umzuschreiben. Ich wollte nur die automatischen Systeme des Schiffs an die unseren angleichen, Dr. Tessoni. Und genau deshalb stehst du auch unter Kabinenarrest. Wie haben Sie den alten Shadow Broker erledigt? Es war ziemlich aufwendig. Dutzende Söldner, nur um sein Versteck zu stürmen. Er musste unbedingt sterben, was? Er hatte einen Freund verschleppt und ich hatte geschworen, ihn rauszuholen. Und? Meine Rettung kam zu spät. Was geschah, als Sie zum Broker wurden? Ich nutzte sein Netzwerk so gut wie möglich, aber meine Einsatzbasis wurde vernichtet, als Cerberus angriff. Ich rettete so viel Hardware wie möglich, aber ich will nicht darüber reden. Wichtig ist, dass ich immer noch Datenfeeds und Agenten habe, auch wenn der Krieg letztere dezimiert hat. Was ist seit unserem letzten Treffen alles passiert? Nachdem wir uns auf Ilium sahen? Nun, außer dass ich der Broker wurde. Ich suchte nach einer Handhabe gegen die Reaper, aber nur die Proteaner hatten umfassende Informationen. Ich wusste, dass der Unbekannte dasselbe Ziel hatte, als unsere Agenten aufeinander trafen. Wie auf dem Mars? Ich dachte, ich hätte meine Spuren verwischt, aber er beobachtete alles. So, dann hätten wir das durch. Wir reden später, Liara. Natürlich. So, dann gucken wir mal, was wir noch auf der Normandy so finden. Broker Terminal, gucken wir es uns mal an. Dieses Terminal enthält unkritische Korrespondenz Ihrer Bündnispartner. Dr. Tessoni hat Ihnen Zugriff gewährt. Aha. Okay, also halt einige Informationen zu dem ganzen laufenden Ding. So, die hatten wir ja durch. Das Terminal kriegen wir erst, wenn wir Credits haben und Sachen aufsammeln auf dem
irgendwo wahrscheinlich auf Planeten oder bei Missionen. Vorne ist der Antrieb, da ist die Doktorin. Wir gehen erstmal gucken, aber da vorne stand eigentlich immer die andere Alienbraut. Die haben wir ja noch nicht dabei. Die kommt vielleicht erst später. Da haben wir einen Hauptgefechtsstand. Das ist ich habe gedacht, da kann man Waffen modifizieren. Geht hier nicht. Da gibt es auch nichts. Ja, haben sie hier ein bisschen anders gemacht. Sah hier letztes Mal anders aus. So, wir können wahrscheinlich hier sonst gar nichts machen. Nur hier ein bisschen gucken. Vorne ist ein Terminal, das dürfte aber nicht aktiv sein. Nein. Also, dann gehen wir mal in die Sickbay zur Ärztin. Die ist nicht ansprechbar. Nein. Also ab zur Ärztin. Was haben wir da vorne? Das ist, glaube ich, Privatlabor. Oh, da liegt jemand. Das ist die blöde Schlampe, die Ashley platt gemacht hat. Ja, aber warum liegt die da so? Finde ich komisch. Hoffentlich steht die nicht gleich auf. So. Reden wir mal mit der Doktorandin. Was haben wir hier? Ah, Bonuskräfte. Cool. Credits, Credits, Credits. Das gleiche. Ja. Okay. Nee, brauchen wir nicht. So. Viel Spaß. Commander? Hier unten alles in Ordnung, Doktor? Aufgeräumt und nachgefüllt. Aber immer noch meine alte Krankenstation. Wie zu Hause. Willkommen zurück. Danke. Vergeuden wir keine Zeit. Ich will sie untersuchen. Stimmt denn etwas nicht mit mir? Doch, aber die kybernetischen Implantate von Cerberus sollten wir im Auge behalten. Es war teuer, mich zurückzubringen. Und jeden Cent wert. Wir sollten einfach auf Nummer sicher gehen. Gut, schaden kann's ja nicht. Aber diesmal ohne Skalpell, Doc. Schon enttäuschend, dass ich sie nicht aufschneiden muss. Ich überprüfe nur mit dem Diagnoseprogramm ihre Implantate und ermittle ein paar Werte. Die Behandlung ihrer Narben hat einen schönen synthetischen Proteinüberzug erzeugt. Und ihr Körper hat die Implantate gut angenommen. Zum Glück, sie waren nicht billig. Das war's schon. Sie sind völlig gesund. So. Gucken wir mal durch. Wie sieht unser Bestand aus? Die Krankenstation wurde noch auf der Erde vollständig aufgestockt. Das dürfte eine ganze Weile reichen. Auch wenn sie jeden Tag in Schießereien geraten. So. Bereuen Sie die Arbeit für Cerberus? Wir haben sie nur benutzt. Wenn ich deswegen überhaupt etwas fühle, dann ist es Schuld. Wir nahmen ihr Geld, ihre besten Leute, ihr bestes Schiff. Wir haben damit die Kollektoren besiegt. Und jetzt setzen wir das alles gegen sie selbst ein. Ich bereue dabei überhaupt nichts. Sie haben noch nie Ihre Familie erwähnt. Ich habe auch keine. Ich bin die letzte einer berühmten Reihe von Medizinern. Die Allianz ist meine Braut. Und Sie sind alle meine Kinder. Ich habe viele enge Freunde. Aber mit jedem zerstörten Allianzschiff verliere ich welche. Wir müssen den Krieg beenden. Ja, da sind wir durch. Wir sehen uns später, Doktor. Viel Glück, Shepard. Ey, immer so dünn. So. So. Hätten wir die Ebene hier, glaube ich, auch abgegrast. Es sind noch ein paar Teile, Systeme. Die gucken wir uns mal an. Hier war Mordin drin. Mordin, das war diese Echse. Da kann ich mich noch dran erinnern, genau. Der saß hier immer an seinem Tisch. Dann hatten... Achso, der hat sich hier aufgehalten, weil es hier ein bisschen feucht war. Dann eine Herrentoilette. Genau, die gab es damals, glaube ich, ja schon. Was haben wir noch? Ah, da war die Simmera drin. Die ist ja immer im Schneidersitz auf dem Boden gesessen. Ja, cool, das erinnert mich doch an Star Trek. Ja, ich warte noch drauf, dass hier irgendwann, wenn ich reinkomme, Worf, Riker, Geordi und die heiße Empathin da rumsitzen. Cool. Mit Bar.
Lasst mich raten, Backbord-Beobachtung. Ich würde doch mal sagen, das ist bestimmt das Crew. Backbord-Beobachtungsstick. Erinnert mich ein bisschen an 10 vorne von der Enterprise. Yeah, whatever. Was haben wir hier noch? Mannschaftsquartier. Die können wir nicht anquaken. Den können wir auch nicht anquaken. Sieht hier noch ein bisschen verlassen aus. Das zu. Ja, wieso dürfen wir nicht auf die Damentoilette? Blöd. So, hier war Rex, glaube ich, drin, oder? Bin ich gerade am Überlegen. Egal. Was ist denn das? Steuerbordbeobachtung. Also auch eine Lounge, wo wir nichts finden werden, vermute ich mal. Außer Stern. Ja, da ist nichts. Kein Pad, kein gar nichts. Also nur zum Angucken, zum Rumlaufen und fröhlich sein. Wer auch immer das sein soll, bestimmt Programmierer. Hey. Ja, Schulterzucken, genau. So, dann gehen wir aufs Maschinendeck noch. Dort hat sich das Skinhead aufgehalten. Ah ne, Rex war hier links an der Seite in so einem Ladedeck, glaube ich. Was haben wir hier? Ja, genau, da geht's die Treppe runter. Da war die Skinny unten. Die saß da unten in der Ecke, mit der haben wir da auch auf dem Pritschenbett rumgebobbt, glaube ich. Ja, die guten alten Zeiten. Was haben wir hier? Modell Sovereign aufheben. Was auch immer das alles ist. Das sind Raumschiffe, genau. Das konnten wir, glaube ich, beim Mass Effect 2 auch schon Raumschiffe aufsammeln. Die wir dann, glaube ich, im Zimmer stehen hatten. Da können wir ja nachher nochmal aus Spaß hoch. So, das, da standen auch welche rum. Ah, da haben wir einen Techniker. Ich fange mal einen Dialog an. Commander, willkommen zurück auf der Normandy. Oder sollten Sie das lieber zu mir sagen? Techniker Adams, was machen Sie denn hier? Man hat mir wegen meiner Erfahrung auf der Normandy SR-1 die Nachrüstung des Antriebskerns übertragen. Und was halten Sie von der SR-2? Sie ist unglaublich. Eines muss man Cerberus wirklich neidlos lassen. Sie wissen, wie man Schiffe baut. Und wo wir schon von Cerberus reden, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Warum? Als Sie dieses Schiff bekam, hat mich Dr. Chakwas gefragt, ob ich Ihnen gegen die Kollektoren helfen soll. Ich habe mich geweigert. Und das tut mir jetzt wirklich leid. Warum sind Sie nicht mit? Ich habe gesehen, was passiert ist, als die Normandy unterging. Ich war nicht sicher, ob Sie Sie sind. Und Cerberus habe ich auch nicht getraut. Und als Allianzoffizier verlasse ich auch nicht einfach meinen Posten. Die Allianz kommt zuerst. So sollte es auch sein. Danke, Commander. Bin froh, an Bord zu sein. So, gehen wir noch durch. Ist Ihre Familie okay? Meine Eltern dienen auf der Viridian Zenith, einem Landwirtschaftsschiff. Meine Schwester ist Navigatorin auf der SSV Benjamin Davis. Beide Schiffe stehen zum Glück sicher unter Hackett's Kommando. Was halten Sie von Edie? Wir hatten bei der Nachrüstung ein gutes Gespräch. Anfangs etwas befremdlich mit einer KI. KI? Hat Edie sich nicht als VI ausgegeben, damit niemand den Stecker zieht? Doch, aber ich habe sie durchschaut. Die Rechenleistung ihrer Hardware ist viel zu groß. Und ständig haben sich Probleme wie von selbst gelöst. Hätte ich sie nicht durchschaut, hätte ich an mir selbst gezweifelt. Sie haben sich nie skeptisch geäußert, Lieutenant Adams. Ich wollte es mir mit der Cerberus-KI nicht verderben, Edie. Nichts für ungut. Schon okay. Solange Sie Ihre Finger nicht in meine Prozessoren stecken. Ich habe anfangs versucht, sie unauffällig von zentralen Prozessen zu trennen. Leichter gesagt als getan. Aber Joker schien ihr zu trauen. Und ich lernte sie mit der Zeit auch zu schätzen. Hält die neue Normandy mit der alten SR-1 mit? Mithalten? Sie bläst das alte Schiff weg. Der Tantalus-Antriebskern wurde vollständig überholt. Die SR-2 ist doppelt so groß, aber der neue Antriebskern hat die dreifache Größe. Ganz neues Fluggefühl. Nur mit der Sicherheit war Cerberus nachlässig. Wenn man den Kern zu sehr überlastet, belüftet er den Maschinenraum. Naja, spornt mein Team wenigstens an, sie während des Gefechts im Gleichgewicht zu halten. Wer schlecht arbeitet, explodiert. So ungefähr. Sie haben die kinetischen Barrieren mit zyklonischer Technologie aktualisiert. Das ist gut, wenn wir beschossen werden. Also hoffentlich weniger explodierte Techniker? Das IES-Tarnsystem wurde deutlich verbessert und kompensiert mehr Blauverschiebung unserer Emissionen.
Und das heißt? Wir können die ULG verlassen, ohne jeden Sensor in Reichweite auszulösen. Sehr praktisch für geheime Aufklärung. Die Normandy ist alles in allem ein technisches Wunder. Jo, den hätten wir durch. Jawohl, Sir. Wegtreten. So, auch plus Ruf. Ja, ich sag ja, das kommt gut. Wir kriegen hier Erfahrung und Rufpunkte. Da kamen wir ja gerade her. Schauen wir mal, was hier geht. Schnellbad Frachtraum. Gucken wir uns den an. Ach, guck mal an, da ist die süße Maus. Gucken wir, quatschen wir gleich an. Gucken noch, ob hier irgendwo was rumliegt. Ja, ja, ein Weinchen. Die können wir uns bestimmt auch noch gefügig machen. Wie läuft's mit dem neuen Auftrag, Alice? Ganz gut. Bis auf die unabhängige KI, Matriarchin Benesias Tochter und den Kommunikator, der die Erde erreichen kann. Mit den ersten beiden komme ich zurecht. Der letzte macht mir mehr Sorgen. Was genau wollen Sie denn haben? Alles von der Erde ist momentan eine Titelstory. Das ist nicht meine Meinung, sondern Fakt. Vielleicht kann ich ein paar nicht geheime Berichte weiterleiten. Im Ernst? Das verdoppelt meine Einschaltquote. Ich brauche gar kein Gespräch, nur ein paar Daten, die nicht mal Ihre Zeit mit ihm stören. Berichten Sie, was auf der Erde wirklich passiert. Ich will nach Ihren Beiträgen auf allen Planeten scharenweise neue Rekruten sehen. Das kriege ich hin. Ich erzähle Ihnen mal, wie ich einen Elkor zum Weinen gebracht habe. Tja, Babe. Commander. Ja, die hätten wir durch. Schauen wir uns noch ein bisschen weiter um. Was haben wir hier? Da kam er ja her, da waren wir ja gerade im Maschinenraum. Das ist die andere Seite, glaube ich, nur vom Maschinenraum, genau. Nee? Doch. Und dann können wir uns noch was anderes anschauen. Junge. Die Shuttlebucht. Mal gucken, ob da noch jemand zu finden ist. Die können wir nicht anquaken. Ah, hier haben wir eine Waffenmodstation. Die gucken wir uns mal noch kurz an. Wobei ich glaube nicht, dass wir für Shepard was dabei haben. Doch. Wahnsinn. Stehen wir mal. Da haben wir auch noch was. Cool. Okay. Konkret. Tja, da gibt das mehr Durchschlagskraft, nicht wahr? Oh, da haben wir auch noch was. Schaden um 15%. Ja, 15%. Mhm. Ja, aber lieber mehr Schaden, ne? Ach so, kann man beides kombinieren. Ja, das ist natürlich extreme Sahne. Gut. Was haben wir hier? Haben wir nichts. Alles klar. Nicht schlecht. So, was haben wir noch? Den können wir anquaken. Und was haben wir hier? Das ist das, was wir oben schon hatten. Okay. Ja, brauchen wir nicht. Und wir starten noch einen Dialog. Lieutenant Steve Cortez, Shuttle-Pilot. Ich habe Neuigkeiten über unsere Nachschubketten. Sehr erfreut, Lieutenant. Was gibt's zu melden? Tut mir leid, dass ich Sie so überfalle, aber ich habe mit meinen Aufgaben alle Hände voll zu tun. Es ist immer so. Sie sollten sich entspannen, Esteban. Interessiert Sie das? Oder spricht da wieder nur das Cerveza? Also, was ist mit unseren Nachschubketten, Lieutenant? Die Nachschubketten der Allianz sind ein Chaos. Aber die Wirtschaft der Citadel läuft noch. Ich habe die Citadel-Händler im Netzwerk. Sie können auswählen und einkaufen von dieser Konsole aus. Wenn ich ein Geschäft einbinde, sage ich Bescheid. Die Lieferung zur Normandy ist teurer. Also sollten Sie nötige Vorräte lieber kaufen, wenn Sie vor Ort sind. Sie sind also mein Shuttle-Pilot und richten Nachschubketten ein? Ich wurde nicht als Pilot angeheuert. So etwas braucht man im Trockendock nicht. Ich habe die Nachrüstung des Frachtraums überwacht. Außerdem bin ich bestens vertraut mit der Bedienung und Wartung des UT-47 Kodiak und des M-44 Hammer. Bei meiner Erfahrung war es sinnvoll, nach dem Verlassen der Erde als Shuttle-Pilot zu arbeiten. Zumal Mr. Vega Kollisionen sehr zu schätzen scheint. Nur zur Rettung, Pendejo. Außerdem kümmere ich mich um die Logistik, damit Waffenkammer und Shuttle aufgefüllt und gewartet sind. Wie lange sind Sie schon bei der Allianz? Etwa 10 Jahre.
In der ersten Flotte auf der SSB Hawking, ich habe hauptsächlich F-61 Tridents geflogen. Ich liebe die Trident. Sie tanzt praktisch. Ich habe an meinem Vogel immer sehr viel rumgebastelt und dabei auch einen Ruf erworben. Sie fliegen und reparieren also Jäger? Ja, und ich habe auch ein Talent für Beschaffung. Allerdings hielt man es dann doch für sinnvoller, dass ich ein Flugdeck kommandiere. Vor 5 Monaten wurde ich auf die Normandy versetzt, um die Modifikationen des Frachtraums zu überwachen. Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Er kam zur Nachrüstung ins Tech-Labor. Für die Mobilität bei einem so kleinen E-Zero-Kern wurde bei der Panzerung gespart. Das wollten die Techniker im Labor verbessern. Nach der Reaper-Invasion ist das Labor bestimmt nur noch ein Haufen Schutt. Das Kodiak sieht etwas anders aus. Sehr gut beobachtet. Das ist das UT-47A Kodiak. Mit einem verbesserten E-Zero-Kern und prototypischer Tarntechnologie auf Basis der Normandy. Ich kann sie praktisch überall unentdeckt rein- und rausbringen. Sie fliegt wie ein Ziegel. Darum braucht man einen guten Piloten. Verwalten Sie die Waffenkammer? Ja, zusammen mit unserem erlauchten Mr. Vega. Auch wenn die einzige Waffe, die er regelmäßig wartet, er selbst ist. Darauf stehen Sie doch total, Esteban. Als erstes haben wir die Waffenkammer von Deck 2 nach unten verlegt. Keine Ahnung, was Cerberus sich dabei gedacht hat. Jetzt heißt es raus aus dem Fahrstuhl, Ausrüstung gepackt und rein ins Shuttle. Wie auf der ursprünglichen Normandy. Willkommen zurück in der Allianz, Commander. Sie waren auf der Erde stationiert. Haben Sie dort Familie? Ich bin ein Einzelkind. Meine Eltern sind lange tot. Als ich auf Ferris Fields stationiert war, hatte ich dort einen Ehemann. Die Kollektoren haben die Kolonie ausgelöscht. Mein Mann auch. Ich will darüber nicht reden. Tja, schwul. Cool, finde ich nicht schlecht. Haben sie eingebaut. Daumen hoch für sowas. Weitermachen, aber nicht umbringen lassen. Ja, Commander. Respekt. Gehört Mut dazu. Finde ich gut. So, da waren wir ja gerade. Was haben wir hier? Waffen-Upgrades. Oh, Juken. Nee, brauchen wir jetzt noch nicht. So, gucken wir mal. Bestimmt können wir mit James was quaken. Genau. Hey, Shepard. Wie lief's mit dem Rad? Wie immer. Unverbindlich, nicht hilfsbereit. Aber ich wette, Sie sollten trotzdem was für Sie tun, richtig? Ja, wir retten einen turianischen Primarchen von Pelavin. Wird sicher lustig. Ich war noch nie auf der Heimatwelt der Turianer. Gibt's einen Grund, warum Sie hier sind? Ich wollte nur plaudern. Toll. Ich wüsste nicht, was es zu reden gäbe. Meine Dienstakte kennen Sie bereits. Nein, als wir uns kennenlernten, hatte ich keinen Zugriff auf Personalakten. Richtig. Hatte ich vergessen. Und? Ob Sie wohl gleichzeitig tanzen und reden können? Ich werde es schon hinkriegen. Okay, Loco. Tanzen wir. Nein. Übertreiben Sie es nicht, Vega. Im Alter kommt Weisheit und Rang. Sie klingen wie mein alter Vorgesetzter. Ach ja? Und wer war das? Captain Tony. Er war ein knallharter Mistkerl, aber ein guter Anführer. War? Ist gefallen. Mit dem Großteil meines Trupps. Beim Schutz einer zivilen Kolonie während eines Kollektorenangriffs. Und die Kolonie? Entweder sie oder unsere Infos über die Kollektoren. Mit denen wir sie hätten vernichten können. Ich habe die Infos genommen. Tut mir leid. Schwere Entscheidung. Das Beste war, dass wir die Infos am Ende gar nicht gebraucht haben. Weil sie die Galaxie gerettet haben, indem sie die Heimatwelt der Kollektoren erledigt haben. Das wussten sie nicht.
Sie trifft keine Schuldfähiger. Wer sagt, dass ich mir die Schuld gebe? Mal geraten. Auch noch Seelenklempner? Nein, aber die Aktion auf dem Mars war Leichtsinn. Glück, dass sie noch leben. Und? Und? Ist ihnen dann egal, ob sie leben oder sterben? Oder vielleicht... bin ich einfach nur bereit, alles... Vielleicht sind sie das. Aber wenn sie nur halb so gut sind, wie ich glaube, brauchen wir sie lebend. Danke für die Motivation. Jederzeit. Hey, danke für den Tanz, Loco. Loco, hä? Kann mir auch was Schlimmeres einfallen lassen. Solange Sie wissen, wer das Sagen hat, können Sie mich nennen, wie Sie wollen. Und das vergesse ich nicht. Konkret. Nicht schlecht. So, ich denke, wir haben jetzt hier auf dem Schiff jeden angebrabbelt, der im Moment zumindest verfügbar und möglich ist. Ja, würde ich doch sagen, die Normen, die haben wir erstmal durch, als solches. Und ich würde mich jetzt nach oben begeben, ins Informationszentrum. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch Sinn macht, bei jemandem vorbeizuschauen. Denn ich glaube, Liara dürfte jetzt nicht auch noch wieder einen Dialog haben. Das gucke ich jetzt noch schnell. Und dann würde ich auch sagen, machen wir hier einen Cut, denn beim nächsten Let's Play würde ich dann die erste Mission anfangen und die Turianer-Mission machen, damit wir... Schön, Sie zu ja, sehen. Genau, da ist nichts. Denn ich denke, die Turianer-Mission wird nötig sein, um dann im Spiel zumindest mal mit der Main-Quest weiterzukommen. Denn das ist die Main-Quest. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Hier ist nämlich die Sternenkarte. Sobald ich die aktiviere, kann es losgehen. Und wie gesagt, ich save jetzt hier ab. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Momsi von den Fulltime-Nerds.